Wie Sie offensichtlich erkennen können, hat diese Gleichung noch nicht die schön stupide Form einer quadratischen Gleichung. Ich habe zwei Klammern, die mit mal verbunden sind und eine plus 16. Eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig, als die Klammern auszumultiplizieren. Wenn Sie das letzte Kapitel, das Kapitel Ausklammern, durchgeschaut haben, wir haben da immer den Satz von Nullprodukt angewendet. Ich habe also immer gesagt, entweder der eine Term ist 0 oder der andere ist 0. Das kann ich hier natürlich nicht machen, weil die 16 da ist. Wäre die 16 nicht da, könnte ich einfach sagen, die Klammer ist 0, das heißt x ist 4. Oder die zweite Klammer ist 0, also x ist minus 6. Mit der 16 ist einfach doof. Ich kann die 16 auch nicht rüberbringen, weil dann habe ich ja nicht mehr 0. Dann kann ich die Idee auch nicht mehr verwenden. Also egal, auf welche Idee Sie kommen, sie wird nicht funktionieren. Es sei denn, Sie lösen die Klammer auf. Genau das machen wir. Also ich schreibe es nochmal hin. X minus 4 mal x plus 6 plus 16 gleich 0 und löse eben die Klammern auf. X mal x gibt x Quadrat, x mal 6 sind 6x, minus 4 mal x sind minus 4x und minus 4 mal 6 sind minus 24. Die 16 bleibt hinten dran stehen und nun fasse ich zusammen. X² gibt es nur einmal, 6x minus 4x sind plus 2x, minus 24 plus 16 sind minus 8. Und jetzt habe ich eine schöne quadratische Gleichung. Klar, Mitternachtsformel, also minus b plus minus Wurzel aus b² minus 4ac durch 2a. A ist die Zahl vom x², also 1, b ist die Zahl vom x, 2, c ist die Zahl ohne x, minus 8. Also setzen wir in die Formel ein. x1, 2 gleich minus b, also minus 2, plus minus Wurzel aus b², also 2 Quadrat, minus 4 mal a mal c. Durch 2a. Und jetzt fassen wir einfach zusammen. Minus 2 plus minus Wurzel aus 2 Quadrat sind 4. Minus 4 mal 1 sind minus 4 mal minus 8 sind plus 32. Durch 2 mal 1 ist 2. Gibt minus 2 plus oder minus 4 plus 32 sind 36. Wurzel aus 36 ist 6. Das heißt, mein x1 ist minus 2 plus 6, also 4 durch 2, sprich 2. x2 ist minus 2 minus 6, sprich minus 8 durch 2, also minus 4. Und damit habe ich meine beiden Lösungen.